Ein BMW kauft man sich, weil man sportlich heckgetrieben unterwegs sein möchte. Und einen Mercedes, weil man den höchsten Komfort in jeder Fahrzeugklasse genießen möchte. Und einen Volkswagen, weil man im unauffälligen Kleid im Verkehr mitschwimmen kann. Aber warum kauft man sich eigentlich einen Volvo? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe CariPod Online. Heute sind wir unterwegs mit dem aktuellen Volvo V40. Dank der kurzen Überhänge wirkt der überraschend flache Volvo V40 sehr sportlich. Witziger Eyecatcher. Gleich drei Wischwasserdüsen sorgen für freie Sicht. Blickfang in Zweifachreihensicht. Der weltweit erste rahmenlose Rückspiegel wirkt sehr zukunftsorientiert. Auch die freischwebende Mittelkonsole passt in den elegant anmutenden Innenraum, welcher von uns, auch dank hochwertiger Materialien und erstklassiger Verarbeitungsqualität, Bestnoten erhält. Der Fond bietet wenig Beinfreiheit. Für Personen über 1,80 Meter wird es unbequem. Der Tacho lässt sich gegen Aufpreis in verschiedene Modi bringen. Diese beziehen sich jedoch lediglich auf die Optik der Armaturen und haben keine Auswirkung auf die Fahrleistungen.1959 führt Volvo als erster Automobilhersteller den 3-Punkt-Gurt serienmäßig ein. Von da an galt Volvo als der Hersteller für sichere Autos. Große Knautschzonen und massives Metall schützten die Insassen schon damals besser als in jedem anderen Fahrzeug. Auch heute verfolgt Volvo noch das Ziel, die Autos so sicher wie möglich zu gestalten. Mit den meisten Airbags seiner Klasse setzt der V40 da schon ein Zeichen. Aber ein Airbag ist besonders. Der weltweit erste Fußgänger-Airbag. Hier sehen wir in einem Crashtest-Video von Volvo, wie dieser funktioniert. Prallt der Fußgänger gegen die Fahrzeugfront, hebt sich die Motorhaube leicht, um die Aufprallenergie besser zu absorbieren. Und ein U-förmiger Airbag legt sich über die Windschutzscheibe, um Kopfverletzungen zu vermeiden. Apropos Windschutzscheibe. Hier sitzt nicht wie üblich nur Regen- und Lichtsensor, hier sitzt auch das City-Safe-System. Das ist bei Volvo serienmäßig und das testen wir jetzt in der Stadt. Los geht's! Ach ja, ein Motor hat der V40 natürlich auch. In unserem Fall ein 1,6 Liter Vierzylinder-Diesel mit 115 PS und einem maximalen Drehmoment von 270 Newtonmetern. Das Besondere, den Verbrauch gibt Volvo mit 3,4 Litern auf 100 Kilometer an. Was kann ich zum Fahrwerk des Volvo V40 sagen? Meiner Meinung nach ist es perfekt abgestimmt, nicht zu hart, nicht zu weich. Eigentlich ideal für den Straßenverkehr. Zurück zum Thema Sicherheit. Angekommen in der Stadt testen wir jetzt mal das CitySafe-System. Dieses soll das Auto aus bis zu Tempo 50 von alleine abbremsen, wenn ich mal nicht aufpasse. Jetzt fahren wir einfach mal eine rote Ampel ran, wo jemand vorne dran steht und ich bremse mal nicht. Hier zu sehen die optionale Fußgänger- und Fahrradfahrererkennung, die durch eine Radareinheit, der Kamera sowie einer zentralen Kontrolleinheit übermittelten Daten ergeben ein kontinuierliches Bewegungsmuster der sich vor dem Fahrzeug befindlichen Objekte. In einer Gefahrensituation greift das automatische Notbremssystem ein. So, angekommen auf dem Testgelände, testen wir jetzt mal die klassischen Fahrwerte 0 auf 100, ein Bremsentest von 100 auf 0 und zu diesem Auto passend auch ein Elchtest.
11,9 Sekunden von 0 auf 100, 35 Meter von 100 in den Stand. Hier setzt der Volvo keine Bestmarken in seiner Klasse. Und hier noch einmal die Fahrzeugdaten im Überblick. Kommen wir zum Kofferraum. 235 Liter Volumen. Auch das ist unter dem Klassendurchschnitt. Aber, ich denke mal, wenn wir das hier so sehen, vier Kisten drehe ich schon mal in der Breite rein. Von der Höhe her würde ich nicht noch eine drüber stellen. Seitdem man macht die Hutablage weg. Und wenn man die Sitze umlegt, sind wir bei über 1000 Liter Kofferraumvolumen. So, leider ist das Auto ja ziemlich unübersichtlich, aber wir haben zum Glück eine richtig gute Rückfahrkamera. Das ist wirklich mal eine Qualität, die sich sehen lässt. Und es regnet momentan und wir haben trotzdem noch ein richtig klares Bild. Und ehrlich gesagt, ich traue selten Rückfahrkameras, aber dieser hier, der traue ich, weil die echt gut ist. Einwandfrei geklappt und das ohne nach hinten zu schauen. Kommen wir nun zum Fazit des kleinen Volvo. Für mich ist er eine echt sinnvolle Alternative zu BMW 1er, Audi A3 und Co. Wem die Sicherheit seiner Insassen und anderer Verkehrsteilnehmer besonders wichtig ist, sollte sich für den Volvo entscheiden. Aber dafür sollte auch der Geldbeutel ziemlich locker sitzen. Denn mit einem Einstandspreis von 22.950 Euro liegt man deutlich über der Klassenkonkurrenz.